Hallo, in diesem Video gucken wir uns die Aufgaben zur vierten Kalenderwoche an. Also das, was ihr von bis zum 29. Januar abgeben musstet. Es handelt sich wieder um eine MSA-Prüfung. Diesmal aus dem Jahr 2020 aus Schleswig-Holstein. Das bedeutet, ihr kennt eigentlich die Abläufe, ihr wisst, was auf euch zukommt. Das ist keine ungewöhnliche Prüfung für euch, weil ihr sowas Ähnliches ja schon mal gesehen habt, gerade aus Schleswig-Holstein. Also, zuerst habt ihr wie gehabt einen Text, den ich persönlich eigentlich sehr, sehr schön finde. Er beschreibt sehr gut das Verhältnis zwischen der Tochter und der Mutter. Vielleicht erkennt ihr euch in ein, zwei Stellen ja wieder. Möglicherweise jetzt noch nicht, aber in ein paar Jahren. Das könnt ihr dann mal schauen. Wir fangen erstmal an wieder mit dem ersten Teil zum Text. Okay, schauen wir uns einmal die erste Aufgabe an. Ich gehe davon aus, ihr habt den Text gelesen, habt Notizen gemacht und den Text auch verstanden. Wenn nicht, nutzt den Platz, den ihr hier habt, unter dem Text für Notizen. Etc. Bitte aus. Also, ich kreuze an. In dem Text geht es hauptsächlich um. Das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter. Es geht um nichts, absolut nichts anderes, denn in diesem Text spielen lediglich die Tochter und die Mutter eine Rolle. Alle anderen Personen kommen quasi nicht vor. Nur Mama und Tochter. Die anderen Personen spielen zwar eine Rolle, genau wie die Tiere, aber im Grunde geht es nur darum, dass die Mama und die Tochter etwas zusammen machen, was sie lange nicht mehr gemacht haben und wie sie sich dabei fühlen. Dann kriegen wir einen kleinen Textausschnitt so ziemlich vom Anfang des Textes, der den Igel beschreibt. Und wir sollen zwei passende Begriffe auswählen. Nun könnt ihr hier sehr wenig begründen. Was nicht funktioniert, ist frostig. Was nicht funktioniert, ist geheimnisvoll, bedrohlich, laut. Spannungsgeladen. Was ich diskret eigentlich auch nicht, weil das so ähnlich wie geheimnisvoll ist. Also wenn ihr vertraut, familiär oder offen nehmt, damit bin ich einverstanden. Gehen wir weiter. Aufgabe 3. Auch hier haben wir wieder einen kleinen Textausschnitt. Hier werden drei unterschiedliche Begriffe für Tiere verwendet. Das ist einmal Fundtiere, Schützling und Viehzeug. Welche Wertung wird durch diese unterschiedlichen Begriffe ausgedrückt? Erkläre die Bezeichnung Fundtier. Was drückt die aus? Nun, das ist sehr einfach. Es ist ein neutraler Begriff, der ausdrückt, dass das Tier gefunden wurde. Drückt aus, Komma. Das ist nicht ein denn handelt. Die Bezeichnung Schützling, auch das ist relativ klar, ne? Das ist ein positiver Begriff, drückt aus, dass man jemanden beschützt. Aus, Komma,
dass man jemand anderen beschützt. So, und jetzt das letzte Viehzeug. Viehzeug ist negativ. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Smiley hier so, das ist okay. Das ist positiv. Und dann haben wir hier den letzten. Das ist ein negativer Begriff. Ein Viehzeug drückt aus, dass man etwas als minderwertig ansieht. Dass man ein Tier als minderwertig betrachtet. Als minderwertig, als wertlos. Okay, gehen wir mal weiter. Nochmal ein kleines Stückchen Text. Erläutere, welche Veränderungen sich bei Johanna mit der Zeit ergeben haben. Nun, da geht es dann darum, dass Johanna versucht, sich ein bisschen von der Mama und ihrem ganzen Ding zu lösen, indem sie zum Beispiel Jungs für sich entdeckt und so. Es geht um die Emanzipation von, also das Erwachsenwerden. Also irgendwas wie Johanna hat sich von den Hobbys ihrer Mutter gelöst und will ihren eigenen Weg gehen. Irgendwas in der Art. Aufgabe 5, auch hier wieder ein kleiner Textausschnitt und wir sollen einmal schnell ankreuzen. Johanna drückt mit dem Verschränken der Arme aus, dass sie, nun sie friert nicht. Wenn ihr das macht, dann seid ihr meistens trotzig und genauso ist es bei ihr auch. Sie will nicht. Wenn ihr jemanden mit verschränkten Armen sieht, dann will der meistens einfach nicht. Aufgabe 6. Nenne den möglichen Grund dafür, dass die Mutter dem Igel einen Namen gibt. Warum gibt die Mutter dem Igel einen Namen? Nun, um ihn näher bei sich zu halten, um emotionale Nähe zu schaffen, weil Dinge, die man einen Namen gibt, die behandelt man besser. Meistens Dinge, denen man einen Namen gibt, die Also sie will den Igel an sich binden. Ein bisschen als Ersatz für Menschen wie zum Beispiel die Tochter, die ja weg ist. So, auch hier wieder ein kleiner Textausschnitt. Okay. Wir sollen uns vor allem auf diese Stelle hier vorne beziehen. Ich seufzte, denn
Sie findet den Namen schrecklich. Das findet ihr ja, da. Das auf der einen Seite findet sie den schon schrecklich, aber das ist nicht so der richtige Grund, weil sie ein bisschen Mitleid mit ihrer Mutter hat, würde ich es nennen. Also das ist nicht der Grund in dem Moment. Johanna seufzte denn, sie ist auch ein bisschen ungeduldig. Also sie nimmt den Igel hier vorne. Und überlegt schon im Grunde, wann komme ich wieder zurück nach Hause. Da stimme ich mit der Lösung nicht überein. Ich finde, sie ist schon ein bisschen ungeduldig gegenüber dem Igel. Die Lösung sagt, es trifft nicht zu. Sie ekelt sich auch nicht, also da ist eine Lösung und ich wieder einverstanden. Sie ekelt sich nicht vor toten Flöhen. Sie denkt aber definitiv an die Dauer ihres Aufenthalts, was finde ich eigentlich mit der Ungeduld gegenüber dem Igel ein bisschen zusammenhängt. Sie macht sich keine Sorgen um den Igel und sie tut sich ein bisschen selber leid. Okay, gucken wir weiter. Die Vorstellung, wie meine Mutter alleine in der Küche saß. Okay, wir haben wieder einen kleinen Text. Johannas Gefühle sind widersprüchlich, weil sie Mitleid mit Mama hat, aber eigentlich auch keine Lust, sich in Mamas Sachen verwickeln zu lassen. Also sie hat einerseits hat sie Mitleid. Mit ihrer Mutter, weil sie einsam ist und sie das auch merkt. Und andererseits will sie aber auch nicht in irgendwelche Tierpflege oder so verwickelt werden. Also ein, ups, will sie nicht in die ihrer Mutter verwickelt werden. Okay. Aufgabe 9. Auch da wieder ein kleiner Textausschnitt, den wir lesen sollen. Und wir sollen ankreuzen. Was zutrifft, sie erkennt die Wohnung am Geruch. Ups, Wohnungsflur war mir, der mir sehr vertraut war. Trifft zu. Sie bemerkt Spuren ihrer Mutter im Hausflur. So, jetzt guckt sie auf das alte Kinderzimmer und ist sie traurig? Eigentlich nicht so sehr. Und sie ist ja auch nicht so richtig dankbar, weil sie im Grunde ja sagt, nicht mal, also sie hat sich gewünscht, dass zumindest das Bett irgendwie mal abgezogen wird oder so. Das findet sie nicht ganz so gut. Sie bemerkt aber schon irgendwie, dass sich ihre Wahrnehmung verändert hat. Also, dass sie die Dinge hier vorher nicht so wahrgenommen hat.
wie sie es jetzt tut. Fühlt sie sich dadurch verunsichert? Darüber erfahren wir eigentlich nicht so richtig was. Deshalb würde ich mal erstmal Nein ankreuzen. Gehen wir weiter. Wieder ein Textausschnitt. Hier steht dann nachher drunter als Aussage, Johanna ist verunsichert. Gucken wir mal kurz. Johanna ist, glaube ich, verunsichert, weil sie nicht so richtig nachvollziehen kann, warum ihre Mama zufrieden ist. Also, kann nicht nachvollziehen, weshalb ihre Mutter zufrieden ist, und das bereitet ihr ein bisschen Probleme, weil es immer einfacher ist, das vernünftig einordnen zu können. Also sie kann nicht sagen, liegt das jetzt an dem Igel oder liegt das an ihr. Und ja, das könntet ihr gerne hier hinter noch ergänzen. Das wäre besser, wäre einfacher. Dann nachher A11. Ja, die Stelle mit den Nachbarn, die nicht unterschrieben haben. Warum reagiert er so ablehnend? Er reagiert ablehnend, weil er die Mutter nicht versteht. Er versteht nicht, wie man so leben kann, im Grunde. Also das bezieht sich auf zum Beispiel das uneinheitliche Mobiliar vom Sperrmüll, Chaos, beziehungsweise Ordnung. Und so weiter. Aufgabe 12. Auch hier wieder ein kleiner Textausschnitt. Wieder über Herrn Pietrek und das, wie er sich verhält oder wie das Verhältnis ist. Die Pietrek schließen von Äußerlichkeiten auf Charaktereigenschaften. Fülle den mittleren Kasten aus, indem du erläuterst, wie die Pietreks Johannas Familie wahrnehmen. So. Hier geht es einmal um die Stühle und dann um das. Und sie halten die Mutter für schlecht organisiert, für chaotisch. Also im Grunde sowas wie lebensunfähig, weil sie ja nicht in der Lage ist, vernünftig Stühle zu haben aus ihrer Perspektive. Und das geht ja nicht. Also man kann ja nicht was vom Sperrmüll haben. Aufgabe 13. Gucken wir auch hier nochmal kurz. Es fehlen die
Die Petrex, sagt sie, und meine Mutter nickt, 7 Unterschriften reichen. In Johannas fettgedruckter Aussage steckt nicht nur eine Sachmitteilung, sondern auch ein Appell. Ergänze Appell. Johanna appelliert damit an ihre Mutter, es gut sein zu lassen. Sie in Ruhe zu lassen und die anderen in Ruhe zu lassen. Also sie und diese das ist wichtig, weil die Mama nämlich direkt die Leute auch überzeugen will. Nächste Aufgabe, wieder eine kleine Textstelle. Unterstreiche in Satz 1 das Wort, das beim Vorlesen betont werden muss, begründe deine Entscheidung. Das ist relativ klar. Das ist das Du, weil die Mutter damit betonen will, dass sie will Johanna einbinden. Und sie hat die Hoffnung, dass diese Familie Petrek irgendwie auf Johanna hört, weil sie ja nicht die Mutter ist. Aber in erster Linie will die Mama Johanna einbinden. Aufgabe 15. Achso, hier können wir noch das zweite. Die Mutter will Johanna einbinden und hofft, dass die Tracks auf hören. Aufgabe 15, wieder ein kleiner Text. Ich wehrte mich gegen den Impuls, ihr zu versichern, dass ich mein Tochtersein nicht für bemitleidenswert hielt. Erkläre den letzten Satz mit eigenen Worten. Also Johanna will will eigentlich ihrer Mutter nicht sagen, dass sie sich mit ihr wohlfühlt. Das ist schon, also dass sie sich nicht für sie schämt, sondern die Mutter mag, so wie sie ist. Also Johanna will ihre Mutter nicht verändern und schämt sich auch nicht für sie. Aufgabe 16. Auch wieder eine kurze Stelle Text. Eine Schülerin schrieb in ihrer Interpretation, die Autorin hätte als Tier doch auch einen Eichel hernehmen können. Ich glaube, sie hat den Igel gewählt, weil diese so gut zu Johanna passt. Sie ist stachlig und weich zugleich. Ja, Johanna, die beiden Seiten des Igels passen zueinander, denn Johanna, also sie ist auf der einen Seite sehr stachelig zur Mutter und auf der anderen Seite sehr weich zum Igel. Also
Hinter dem ganzen Äußeren merkt man aber schnell, dass sie weich ist und liebevoll. Gut, Aufgabe 17. Lies den Ausschnitt aus einer Rezension. Ein schöner, leicht zu lesender Roman mit nachdenklichen, rührenden und auch humorvollen Momenten. Wähle zwei der unterschiedlich unterstrichenen Aussagen aus und begründe, warum diese zutreffen. Leicht zu lesen, vielleicht weil der Text nicht in schwieriger Sprache, weil es keine schwierige Sprache ist, sondern leicht verständliche Sprache. Also nehmen wir das als erstes. Erstes. Der Text ist leicht zu stehende Sprache geschrieben. Als zweites vielleicht nehmen wir einfach nachdenklich. Johanna reflektiert ihre Beziehung zur Mutter. Okay, Aufgabe 18 und damit auch die letzte Aufgabe von diesem Teil. Aussagen zur Erzählweise, richtig, falsch. Der Text zeigt die Gedanken der beiden Figuren. Nein, wir erfahren im Grunde nur was über Johanna, also über die Gedanken von Johanna. Die erzählte Zeit beträgt 17 Stunden. Nö, das ist auch nicht richtig, weil sie ja noch nicht weg ist. Es gibt direkte Rede, ja. Die ist zwar nicht mit Anführungszeichen und so markiert, aber es gibt sie. Der Erzähler wechselt die Perspektive. Das tut er an ein, zwei Stellen. Es gibt Rückblenden, ja. Erinnerungen und sowas. Also eine Rückblende. Der Text enthält einen Wendepunkt. Zumindest nicht das Stück, was wir gelesen haben. Das ganze Buch kenne ich nicht. Okay, dann kümmern wir uns mal um den Sprachteil. Okay, in unserem nächsten Teil bei der Sprache fangen wir mit einer absolut auch in Hamburg normalen Aufgabe an. Du sollst einmal Komma regeln, den entsprechenden Teilen zuordnen. Wir haben hier einmal die Ziffer 1, 2, 3 und die sollen wir dann hier hinten reinschreiben. Wir fangen einmal bei 1 an. Sie nahm die Shampooflasche, Komma, drückte einen Klecks in ihre Handfläche und schäumte sich den Kopf ein. Das ist eigentlich sehr einfach. Das wird dir sehr oft begegnen als warum steht dort ein Komma-Aufgabe. Du hast hier Element 1, Element 2 und Element 3 eine Aufzählung. Trägst du hier eine 1 ein. Sie nieste, Komma, das Badewasser schlug kleine Wellen. Hier haben wir etwas, was es auch relativ oft gibt. Du hast einen Hauptsatz, Subjekt, Prädikat, und dann hast du noch einmal einen Hauptsatz. Die werden verbunden durch das Komma hier an der Stelle. Also zwei unverbundene Hauptsätze. Das nennt man dann eine Satzreihe. Das letzte. Ich versuchte das Prinzip zu erkennen, nachdem sie einen Namen bekamen oder nicht. So, hier ist es so, dass du einen Hauptsatz hast und dann einen Nebensatz. Was du daran erkennst, dass du das hier
auch so verstehen kannst. Das hier nicht. Also das ist dein Hauptsatz, das ist dein Nebensatz. Der Nebensatz bezieht sich auf den Hauptsatz und macht ohne den Hauptsatz eigentlich auch gar nicht so viel Sinn. Ist also Nummer 3. Das könntest du auch eingeschoben haben, dann wäre das Komma und dann geht das hier weiter. Das wäre dann der eigengeschobene Nebensatz. Das könnte vorne stehen, dann wäre es der vorangestellte Nebensatz. Ja. So, Aufgabe B2. Lies den folgenden Satz. Der Slogan enthält mehrere rhetorische Stilmittel. Das solltet ihr können. Das haben wir nämlich quasi, das ist das Letzte, was wir gemacht haben. Wir haben einmal einen Reim. Igel, Ziegel. Dann haben wir einen Parallelismus, weil diese quasi gleich gebaut sind. Also du hast den gleichen Satzbau, ist gleich aufgebaut. Ihr könntet aber auch noch schreiben, wir haben eine Ellipse, wir haben eine Aufforderung oder einen Ausruf, sowas. Okay, B3. Wir haben einen kleinen Satz bekommen. Könntest du Bodo abtrocknen und in seine Kiste setzen, fragte meine Mutter. Formuliere die Aufforderung der Mutter an ihre Tochter zweimal um. Einmal so, dass sie höflicher wird und einmal so, dass sie unhöflicher wird. Das ist natürlich sehr einfach. Bei höflicher setzen wir einfach ein Bitte rein. Also könntest du bitte Bodo abtrocknen und in seine Kiste setzen. So, unhöflicher. Ist ganz einfach, wir machen einen Imperativ draus. Trockene Bodo ab und setz ihn in die Kiste. Ein Ausrufungszeichen natürlich, weil es ja ein Imperativ. Kommen wir zum nächsten. Aufgabe 4. Aber mit der ersten heimlichen Zigarette im Maisfeld hinter der Tankstelle war mir die Lust darauf vergangen. Formuliere den fettgedruckten Satz in einen Gliedsatz, Nebensatz um. Aber mir war die Lust darauf vergangen. Nachdem ich heimlich im Maisfeld eine erste Zigarette geraucht hatte. Aufgabe 5. Im Text steht nicht, ich würde eher sagen, mit dir haben sie Mitleid, weil du meine Tochter bist. Im Text steht es so, ich würde eher sagen, mit dir haben sie Mitleid, weil du meine Tochter bist. Die Autorin setzt kein Komma hinter Mitleid, sondern trennt den Gliedsatz. Durch einen Punkt vom Hauptsatz. Was soll dadurch erreicht werden? Erstmal bist du selber überrascht. Das erhöht Aufmerksamkeit. Bedeutet eine Betonung. Also der Leser wird überrascht.
weil er das Komma erwartet. Wird überrascht. Und durch den Punkt entsteht eine größere Pause als durch das Komma und damit eine Betonung. Und durch den Punkt entsteht eine kleine Pause. Betonung des Gliedsatzes. Also dadurch wird der Gliedsatz in seiner Wirkung betont. Okay, dann sind wir auch schon beim Schreiben angekommen. Okay, kommen wir zu unserem letzten Teil, kommen wir zur Schreibaufgabe. Auch hier gilt wie immer, dass du dir eine der beiden Aufgaben aussuchst. Du kannst entweder eine Charakteristik schreiben, das bedeutet, dass du beschreibst, wie eine Person ist und versuchst, ihren Charakter darzustellen, also wie sieht sie aus, was kann sie, wie sind so, ist sie nett, ist sie nicht nett, wie verhält sie sich. Oder du schreibst eine Stellungnahme, das kennst du. Das haben wir auch schon oft geübt. Ich an deiner Stelle würde mich immer für die Stellungnahme entscheiden, weil das einfacher ist. Egal wie du dich entscheidest, solltest du wissen, dass die Punkteaufteilung bei der Schreibaufgabe vor allem auf dem Inhalt liegt und mit 50 Punkten diese Schreibaufgabe quasi so viele Punkte bringt wie der ganze Rest. Also ist die Hälfte deiner Arbeitszeit müsste eigentlich in dieser Schreibaufgabe fast schon stecken, damit du das Ganze ökonomisch betrachtet vernünftig machst. Deshalb bitte jetzt und bei den anderen Aufgaben so, seht zu, dass ihr die Schreibaufgaben macht. Die sind super, super wichtig für eure Note. Beim MSA noch mehr als letztes Jahr beim ESA. Und je höher ihr kommt, umso wichtiger werden diese Schreibaufgaben. 50% deiner Note sind die Schreibaufgabe. Das ist unfassbar viel. Das bedeutet, wenn du dir das mal anguckst, zum Beispiel, dass wenn du die Schreibaufgabe nicht machst, dass deine maximale Punktzahl gerade mal ausreicht für eine 4. Du musst auf jeden Fall diese schriftliche Aufgabe gut machen. Wenn dir das jetzt nicht gelungen ist, dann guck nochmal drauf. Zeig es deinen Eltern und so. Diese Schreibaufgabe ist das Wichtigste, was es gibt. Denk immer dran, wenn du dich für das Zweite hier entscheidest, dass du eine klare Struktur hast, dass du eine Einleitung hast, deine einzelnen Argumente abwiegst und dass du am Ende zu einem Fazit kommst. Wir haben das geübt. Sieh zu, dass bei dieser Schreibaufgabe, dass das nicht weniger sind als 2 Seiten. Wenn es nachher zu wenig ist, kann ich gar nichts finden, um dir genug Punkte zu geben. Deshalb ist das so wichtig. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich bald.